Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich muss jetzt zu weit. Dessen Haus ich schon mit einem Satellitenschlüssel erkenne. Ist das Satzteil von Jung? Klasse, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Was? Ist das Nilk und Cosma? Ey, das ist ja toll. Los, kommt doch rein. Ach, die Satellitenschüssel, okay. Okay, was hat er hier gelagert? Tio, bald, ihr werdet nicht glauben, wer uns besuchen kommt. Wer ist es denn? Fall aber nicht vor Schreck um, wenn du es hörst. Es ist Nilk und Cosma, die Cosma. Nein, echt, du lügst doch. Was? Ist das wahr? Nilk, hier. Ach, der heißt was? Hehehe, siehst du doch. Achso, ich kann mich bewegen. Okay. Was gibt's hier? Nix. Das ist wie im Traum, ne? Cosma, ich bin Chio. Über das Kids Network sind wir jetzt Kinder aus allen Städten miteinander. Sind wir Kinder aus allen Städten jetzt miteinander vernetzt? Ich bin bald. Von Lenny aus Pyritus habe ich schon was gehört. Ja. Ah, das ist von Jung, oder? Mit diesem Ersatzteil können wir unsere Netzwerke neu starten. Das ist anscheinend der PC von bald. Ihr müsst wissen, seit einiger Zeit können wir uns nicht mehr in das Netzwerk einloggen. Wahrscheinlich sendet Venus irgendwelche Störsignale. Aber mit dem Ersatzteil, das du uns gebracht hast, können wir die Leistung der Maschine erhöhen. Sobald wir wieder im Netz sind, werden wir weitere Informationen vom PC-System Krypto beschaffen. Byte ist ein Genie. Es sammelt alle Infos, die er über diese Kerle kriegen kann. Es ist zwar nicht viel, aber ein paar Informationen konnte Byte schon aus dem Computer von Team Krypto besorgen. Nach diesen Informationen muss sich irgendwo ein Labor zur Herstellung von Krypto-Pokémon befinden. Ja, das habe ich ja gesehen. Warte! Verrätst du uns die Nummer deines PDA, nicht P-Data? Dann können wir dich sofort erreichen, wenn wir etwas Wichtiges erfahren. Danke, wir werden uns alle anstrengen und ganz viele Infos sammeln. Okay, mal sehen, ob was passiert. Der Spion, hier ist der Spion. Was, Spione, wo? Ah, das ist ein Spion. Hey, loslassen, lass mich los. Widerstand ist weglos, sei Stellung ergibt dich gefälligst. Ist es nicht dieser Typ, den ich gerettet habe? Slam, genau. So, und jetzt wartest du schon hier. Die wollen mich ködern, oder? Wirklich. Ein Spion, hier ist ein Spion. Da, vor dem Auszug, endlich haben wir ihn. Ich hatte schon gedacht, ihr seid die Spioner, aber da lag ich wohl falsch. Ja, da lagst du wohl falsch. Nein. Wer seid ihr? Touristen, hier gibt's nicht zu sehen, los verschwindet. Moment mal, ihr seid doch nicht aus dieser Stadt, oder? Jetzt kommen auch einen Spießgesellen zu befreien. Man muss die Musik ein bisschen laufen lassen. Ich fände es gut, wenn man speeden könnte, aber sich die Musik nicht ändert. Oh, ein Krypto-Pokémon. Body Slam Volbeat und Psystrahl Volbeat. Okay, jetzt kommt Weberhack. Okay, so Lilian müsste schon einen Body Slam aushalten.
Oh gut. Mal sehen. Oh gut. Gut, 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 gut. Bella. Ein Superball reicht da bestimmt. Okay. Sehr gut. Dieser Spion ist aber stärker als der andere. Freut euch nicht zu früh, der nächste Gegner bin ich. Ach ja, das ist ein Illumise. Mal schauen. Ob eins davon Krypto ist. So, Rasierblatt und... Ah, Rasierblatt ist nicht gut. Body Slam auf Arialos und dann nochmal Psychstrahl auf Arialos. Oh, Psychstrahl reicht sogar. Jetzt kommt noch ein Duflo. Okay, das sollte einfach sein. Ich mache einfach noch einen Body Slam und Psychstrahl auf Illumise. Reicht nicht, okay. Hätte ja sein können. So. Wie konnten wir nur beide verlieren? Diesen Typen sind wir offenbar nicht gewachsen. So, jetzt geht's. Waifu, wo Maya Fanprodefe hilft. Wofin Maya Fähne. Okay. Willkommen im Kräuterladen. Vitalkraut habe ich früher gern benutzt. Wurzeln und Kräuter wirken bei Pokémon ganz toll, aber leider schmecken sie nicht so gut. Ich selbst habe so etwas zwar noch nie genommen, aber es muss unglaublich bitter sein. So, ich selbst habe ja noch nie an einem Turnier im Kolosseum teilgenommen, aber die Preise sollen sehr interessant sein. Ich werde ganz aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, welches Krypto-Pokémon bekommen kann. Was für ein Skandal, in dieser Stadt verteilen sie ganz offen Krypto-Pokémon. Sag mal, Kumpel, glaubst du an das ganze Gerede von Spionen Opens? Wow. Wirklich? Man kann es so gemein, man kann. Makuhita wird sie gründlich vermöbeln. Wirklich? Schade, mein Makuhita. Was geht? Hä? Über den Autogramm? Von mir? Dem Sieger des Kolosseums? Okay, hier geht's noch nicht groß weiter. Oh Mann. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Mir irgendwas sagen. Hm, seltsam. Wir haben noch keinen Kontakt mehr zu den Kindern in Orkus. Kids, Kids, Kids Network. Das ist das Lied zum Kids Network. Das habe ich geschrieben. Mir gefällt es euch, man kann es sich leicht merken, oder? Ah, Isa, das geht jetzt bisher gut. Nein. Ja, nur das beunruhigt mich ein wenig. Seid immer schön lieb zu ihm. Ich will mit dem anderen Typen reden lassen, in Ruhe.
Ihr seid wirklich toll, ihr kämpft doch gegen die Bösen, oder? Ich Großmutter will ich auch mal gegen die Bösen kämpfen. So. Ja, gute Frage, was muss ich jetzt machen? Ich gehe halt zurück.